Ich will mir gerne. Hallo! Das ist. Meine Eltern leben in Wien. Gott sei Dank leben sie noch in Wien. Und es ist, wenn es die Zeit erlaubt und es nicht ganz so spät ist, rufe ich beim Nachhausefahren immer in Wien an. Und die erste Frage meiner Mutter ist immer: Wie war denn das Publikum heute? Und ich glaube, ich muss ja heute die Wahrheit sagen. Ich werde meiner Mutter sagen, sie haben mir aus der Hand gefressen. Anders kann ich das nicht beschreiben. Herrlich, herrlich. Ich mache das jetzt mit dem Wunsch, das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, wir haben drei Favoriten. Einen haben wir schon gesungen, spielt noch einmal für mich Caballero. Zweitmeister gewünscht mir, das Drittmeister werde ich jetzt mit Ihnen gemeinsam singen. Und das Erste, das sich die meisten Menschen gewünscht haben, das singen wir alle gemeinsam. Dann holen wir die Daniela und den Peter Orloff noch einmal auf die Bühne und dann singen wir das miteinander. Aber jetzt erst einmal alleine ich. Und zwar hat die Caroline aus Oberkotzau. Das stimmt, oder? Ich habe schon schlechtes Gewissen. Aber Österreich hat mir so gesagt. Die Caroline aus Oberkotzau. Caroline, du hast ja gedacht, ich schreibe zwei Karten, dann nimmt das bestimmt. Du hast recht. Sie hat es zweimal geschrieben. Du weißt jetzt schon, was kommt. Und dann die Bettina aus Eisen. Aus Essen. Meine Güte. Schrägstrich Pfalz. Eisenberg in der Pfalz. Sie haben sich das auch gewünscht, das haben sich ganz viele gewünscht, aber die drei habe ich mal rausgesucht. Und dann aus, das glaube ich jetzt nicht, das will ich wissen, wo der sitzt. Der Gottfried aus Gumpoldskirchen. Das ist Berlin. Wo sitzt der Gottfried? Wo? Gottfried, stimmt es wirklich? Ich scheiß mir ab. Also das ist jetzt nicht böse, wenn das sagt man bei uns in Österreich, wenn man sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wirklich wahr? Bist du da daheim, oder was? Ja, ich bin extra. Ich freue mich, dass du da bist und dass du von einem österreichischen Kollegen, der leider nicht mehr unter uns ist, sich ein Lied gewünscht hat. Ganz viele Menschen haben sich den griechischen Wein gewünscht.